Hallo, liebe Topfgucker. Herzlich willkommen in meiner Küche. Ich bin Gabriele Schnee. Ich zeige Ihnen heute eines meiner Lieblingsgerichte, was ich sehr gerne zubereite. Und zwar habe ich Ihnen hier ein wunderschönes Rostbeef. Das ist ein Fersenrostbeef. Man sieht es an dieser klasse Marmorierung. Das werde ich Ihnen heute als Rumpsteak Strindberg zubereiten. Die Rumpsteaks werden gleich plattiert. Wir haben jetzt schon mal Eier aufgeschlagen. Das wird ordentlich miteinander verschlagen. Hier ziehe ich dann meine Rumpsteaks durch. Es wird hier jetzt mit Senf eingestrichen, es kommen Zwiebeln drauf. Dann wird es meliert und wird durchs Ei gezogen. Da brauche ich eine Fläche. Zweitens mal kann ich nicht so lange braten wie bei einem normalen Rumpsteak. Ich kann ja auch nicht mit so hoher Temperatur reingehen, dann würde das Ei verbrennen. Das ist halt der Schwierigkeitsgrad beim Rumpsteak Strindberg. Entweder haben sie ein verbranntes Ei oder es ist innen drin noch nicht, hat nicht den Garpunkt, den es haben soll. Und um den hinzubekommen, wird das Rumpsteak ein bisschen plattiert. Und dann haben sie auch nicht so viele Schwierigkeiten beim Braten. Und es ist wunderbar zart. Also so habe ich das über jahrelange Erfahrung, mache ich das so. Einfaches Rapsöl, Sonnenblumenöl. Ich mache mir immer so eine Salz-Pfeffer-Mischung. Die werden ordentlich gewürzt von beiden Seiten. So, dann streiche ich die jetzt schön großflächig mit Senf ein. Dann haben wir unsere feinen Zwiebelwürfel, also die sollten schon recht fein sein. Ich lege es in Mehl. So, jetzt geht das ganze Prozedere nochmal von der anderen Seite. So, da haben Sie dann beim Braten den feinen Senfgeschmack mit. Also sollte schon was ordentlich drauf sein. Da kommt jetzt nochmal unsere Zwiebel von der Seite drauf. Und wir melieren das auch von der anderen Seite. So, die Zwiebelwürfel müssen dranbleiben. So, das wird richtig schön anpaniert. Jetzt brauchen wir unsere heiße Pfanne. Das Fett sollte schon schön auf Temperatur sein. Jetzt nehme ich mein zerschlagenes Ei, das Rumpsteak. So, und jetzt muss das hier so schön schwimmend, so, dass wirklich das Ei sich rundherum anbindet. So, und wenn ich sehe, dass das rundherum angebunden ist, lasse ich es ein bisschen ablaufen und lege es in meine heiße Pfanne. Ich muss sofort anfangen mit Braten. Und das gleiche bei dem zweiten Teil. Sehen Sie, rundherum richtig schön. Das Mehl alles ist verschwunden. So, mein Senf und meine Zwiebeln sind noch dran. So, das erste fängt schon an mit Schwimmen. Also es sollte so sein, dass ich das Steak in der Pfanne leicht schwenkend bewegen kann, weil das Ei darf ja nicht unten am Pfannenboden festhaften. Wir haben auch ein bisschen mehr Fettigkeit wie beim normalen Steakbraten. Das ist schon fast so leichte kleine Schnitzelgeschichte, ja. Wenn ich jetzt merke, dass das angefangen hat zu binden, dann nehme ich das schon mal hoch und es kommt immer schön an der Seite, also nicht mitten reinstechen, sondern erstens mal wollen Sie es langsam hochheben. Das muss ja hier fest miteinander verbunden sein. So, sehen Sie schon mal, dass das Ei eine leichte Färbung hat. Damit ich da drin auch dann diesen Mediumgrad habe, nehme ich das jetzt von der Temperatur noch ein kleines bisschen runter. Es kommt ein bisschen Margarine dazu, damit wir diese Hitze auch noch mal ein bisschen runternehmen. Wir möchten ja kein verbranntes Ei. Und jetzt lasse ich es schön langsam braten. Das anschließend muss das Ei goldgelb sein. Die Zwiebeln, die drunter liegen, sollen ja glasig sein, sollen ja mit gebraten sein. Und unten drunter muss das Steak medium werden. Und das ist der Schwierigkeitsgrad. Und deswegen finden Sie es auch noch ganz selten, dass in der Gastronomie das angeboten wird. Aber es ist immer wieder ein Höhepunkt, wenn man so ein Steak essen darf. Also ich würde die Steaks jetzt wieder wenden. Ich jetzt schauen, dass mein Ei auch ordentlich dran. Sie sehen jetzt, es bekommt schon eine schöne goldgelbe Farbe. Und jetzt kann es weiter auf der Seite langsam braten. So, unsere bereits fertigen Steaks nehmen wir kurz auf Küchenkrank, damit die Fettigkeit noch ein bisschen
weggesaugt wird. Müssen wir mal schauen, ob wir das so hingekriegt haben, wie wir versprochen haben. Liebe Topfgucker, jetzt werden wir schauen. Bitte schön. So. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.